Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Und ihr seht richtig, Leute, wir zocken heute mal ganz entspannt eine Runde Black Ops 3. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum hast du in letzter Zeit nichts auf Scorpion Plays hochgeladen? Ihr wisst ja vielleicht, dass ich zurzeit auf dem Hauptkanal extrem durchziehe. Es ist sehr schwer, zwei Videos in einem Tag zu machen. Das fällt mir immer wieder auf, aber ich werde mein Bestes geben. Der Grund ist eigentlich auch, dass mein Kabel die ganze Zeit kaputt war, deswegen die Facecam nicht richtig ging. Deswegen muss ich jetzt ganz komisch gerade aufnehmen, aber egal, Hauptsache sieht ganz gut aus. Oder sieht einigermaßen gut aus. Ja, Leute, also ich bin jetzt hier gerade mal mitten am Start hier, Redwood Team Deathmatch. Ich habe heute Abend die ganze Zeit COD gezockt, da dachte ich mir, ey, ganz ehrlich, da kannst du auch mal ein Video aufnehmen. Gegen MG Robbery, this is Zane, das wird auf jeden Fall richtig geil. Vielleicht fragt euch jetzt, warum denn COD und warum kein Fortnite? Hat eigentlich heute gar keinen besonderen Grund, ich habe einfach Bock auf ein COD-Video, weil ich mir zurzeit gerne welche anschaue und lass uns mal direkt kommen, direkt mal M8 alles veraimen, das wird doch mal richtig geil zum Start, oder? Lass mal direkt alles mit der M8 veraimen, ich glaube, einen besseren Start gibt es eigentlich für ein COD-Video, Leute. Auch keiner hier oben? Nee, keiner hier oben. Okay, krass. Also haben beide Teams gerade, sind die also über Baumstämme gekommen, also kommen die gleich da. Ja, genau richtig gesagt. Zack. Also das heißt, beide Teams haben ihre Seiten anscheinend getauscht. Nehmen wir jetzt einen Abonnent, das kann ich euch beweisen. So, zack, der Beweis ist da, Leute. Ich habe mir viel auch angeschaut, so von Massi und von Anton und so. Und deswegen habe ich gerade auch voll Bock auf COD. Ich meine, klar, es ist natürlich auch klar, dass meine Wurzeln in COD liegen und ich muss jetzt nicht erklären, warum ich ein COD-Video mache, denke ich mal. Ich glaube, das ist, bin ich keinem schuldig. Ich denke mal, dass die wahren Fans und Zuschauer sowieso mit mir am meisten verbinden. Aber trotzdem habe ich natürlich in letzter Zeit ein bisschen was anderes auch gezeigt und deswegen kann ich auch verstehen, dass Leute jetzt vielleicht ein bisschen kritisch sind und sich denken, okay, warum jetzt aber gerade Dingens und I still got it, glaube ich, Leute, so wie man auf Englisch sagt. Ich glaube, ich treffe noch ein paar Kugeln, immerhin. So in jedem siebten Ei ist mal was dabei, ne? Den kriege ich nicht. Tja, der hat es nicht gecheckt. Ich habe es hingegen schon gecheckt, dass wir da direkt aneinander vorbeigelaufen sind. Also Leute, wir sind kurz vorm Geist. Was? Das geht doch gar nicht. Wie soll das gehen? Also ich werde jetzt keinen Geister spielen. Wow. Aber nur weil er auch seinen Scuff-Controller gestern ausgepackt hat mit 5% Code Scorpion, Alter. Jetzt ist es wieder so, ich habe am Anfang so easy gespielt und dann lief es perfekt. Und jetzt kriege ich Angst und ich werde auch zu Recht bestraft. Wirklich, es war zu Recht, dass ich da jetzt gestorben bin, Leute. Es war komplett zu Recht. Voll viele haben mich auch gestern auf Twitter gefragt, weil ich einen FAQ gemacht habe auf dem Hauptkanal, ob ich mich auf BO4 freue. Digga, was ist das für eine Frage? Ob ich mich auf... Digga, wenn ich mich nicht auf BO4 freuen würde, was wäre ich dann für ein Mensch, Alter? Ich weiß noch nicht genau, wie ich das jetzt mache, ob ich das irgendwie mische jetzt COD und Fortnite hin und wieder. Wenn ich jetzt COD-Videos mache, welches COD würdet ihr euch denn da am meisten wünschen? Schreibt mir das doch auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das würde mir auf jeden Fall weiterhelfen, wenn ich das wüsste, was ihr da so am ehesten zurzeit sehen würdet. Ist es dann ganz klassisch BO3, so was ja auch Scorpion Plays irgendwie mit am meisten geprägt hat? Oder ist es was anderes? Okay, veraimt habe ich immer noch nicht. Immerhin. Ein bisschen Ehre muss ich auch behalten, so für mich selbst. Als ob jetzt keiner kommt, das geht gar nicht. Wow, wie er geschwitzt hat. Heftig. Das war's dann wieder completely. Oh mein Gott, hab ich ihn geraped, Leute. Hab ich ihm das Aim gedrückt. Nein. Ach, was? Wie viel nimmt er? Ich spiele auch heute generell das erste Mal BO3 seit 3-4 Monaten, würde ich sagen. Schon irgendwie krass ungewohnt, Alter. Es ist schon so ein bisschen anders, aber es ist echt wie... Es ist wirklich... Also, wenn man sagt, COD ist wie Fahrradfahren, untertreibt man noch. Es ist wirklich... Also, man kann das gar nicht verlernen. Ich merke auch so, Aim habe ich überhaupt nicht verlernt. So Laufwege ist schon eher etwas kritisch, finde ich. Also, ich finde, du verlernst die Laufwege schneller als das Aim. Artilleriebatterie getötet. Also, das Aim der M8 ist wirklich echt in Ordnung. Also beschweren kann man sich da eher weniger, oder? Okay, gehen wir mal hier in den Bunker. Oh, du Ehrenmann, Digga. Ja, ja. Warte, 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 als ob ich das über... Hätte ich das überlebt, das hätte ich früher nicht überlebt. Das war ja Movement perfekt, Aim perfekt. Digga, was war das, Alter? Heftig, Mann. Hätte ich das überlebt, so mit dem Baum links-rechts-Kombination, Alter, das wäre schon nice. Oh ja, Leute, das ist, glaube ich, perfekt, Alter. Die VMP ist doch, ist einfach wunderschön, Leute. Da kann man doch mit arbeiten. Da kann man auch immer mitspielen, ich schwöre es euch. Ich schwöre, man verlernt ARs schneller als MPs. Aber jetzt muss ich, oh, Digga, Scump ist wieder da, Leute.
Leute, ich war nie weg, Alter. Was war das gerade? Was mache ich mit denen, Leute? Ich bin mal gespannt, wie viele Leute dieses Video hier anklicken. Ich sage unter 70.000, sage ich. Vielleicht sogar unter 50.000. Aber ich bin mal gespannt. Wir gucken mal. Ich kann es so wirklich so gerade gar nicht einschätzen, so lustigerweise. Zeig dir Schlitz, komm. Zeig mir jemand Schlitz. Und dann kommt er mit der fucking RK-Schwuchtel, Alter. Mein Gott. Ich merke direkt, wie COD-Videos einen richtig aggressiv machen, ohne Scheiß. Nach einer Sekunde merke ich das direkt. Das ist direkt im Blut wieder. Dieser hohe Adrenalinspiegel, hoher Blutdruck. Wenn du mich holst, höre ich auch mit COD. Ja, wow. Ich durfte in eine halbe Stunde nicht rein, ey. Ohne Witz jetzt. Ging einfach nicht. Ach, wären die nicht zu dritt gewesen? Zu viert, okay, nevermind. Jetzt niemals überlebt. Ich gebe einfach Spots, die werden auch für immer funktionieren. Auch noch in 90.000 Jahren werden die funktionieren. Hallo. Hallo, der andere wird übertragen. Lecker. Lecker Schmecker. Ich muss aber sagen, ich habe BO3 nie so richtig krass gesuchtet. Also nie so extremst gesuchtet, so dass ich auch außerhalb der Aufnahme mal richtig viel gespielt habe. Außer natürlich dieses 5 Tage Pro Gamer Projekt, da war es halt wirklich ekelhaft. Da habe ich ja wirklich, das war ja richtig eklig, wie viel ich da gespielt habe. Aber zwar natürlich auch für das Projekt. Jeden Tag irgendwelche Turniere mitgespielt und ach, weiß der Kuckuck, ne? Wie man so schön sagt, im deutschen Sprachgebrauch. Aber jetzt finde ich, wir seit einer halben Stunde keinen Gegner. Okay. Aim ist noch einigermaßen am Start. Dass du da gelaufen bist. Oh, ich habe einen Geist? Als ob. Und ein Orbi. Nice one, Freunde. Dass der Geist auf der Map überhaupt einen Kill macht. Ah, Mister. Ah, nee. Ja, du weißt, dass dein Kollege gebraten wurde, aber leider bist du auch gebraten, mein Freund. Kannst du nichts machen. Oh, ich würde sagen, hier 25 zu 3 kann man sich mal ganz entspannt gönnen. Hier eine 8-3-3er KD in der zweiten Runde. Klingt doch gar nicht mal so verkehrt. Okay, Leute, das ist die schlimmste Lobby der Welt. Der Gegner, der eine hat eine höhere KD als ich. Ich habe noch nie in TDM eingesehen, eine höhere KD hat als ich, Alter. Okay, komm. Gucken wir doch mal, mein Freundchen, ey. Digga, der spielt wahrscheinlich immer noch jeden Tag. So ein richtiges Bang-Out, Digga. Das ist er auch sofort. Das ist er sofort. Ich wusste sofort, dass er das ist, Alter. So ein richtiger Bang-Out einfach. Digga, was machst du denn da? Er denkt auch, ich bin ein Gegner, Alter. Er kriegt so eine schnappatmende Typ, Mann. Wetten, ich stehe am Ende besser als er im Scoreboard. Es geht gar nicht anders. Ist auch egal, wenn ich jetzt große Töne spucke. Auch egal, wenn ich mich den zweiten hoch. Ich werde am Ende besser dastehen als er. So. Das geht nicht. Das geht nicht. Egal, ich könnte 30 Jahre nicht spielen. Ich würde immer noch am besten dastehen. Zumindest besser als V. Blern oder wie der Typ heißt, Alter. Digga, der ist hier irgendwo noch. Digga. Ja, komm her. Oh, hätte ich ihn auch noch gehabt, Mann. Ohne Scheiß, ey. Ich hätte ihn gekriegt, wäre der andere nicht gekommen. Boah, dieser King Kuna macht auch richtig ernst, ne? Da geht's auch gerade nicht nur um diese Runde, da geht's auch gerade um sein gesamtes Standing im Leben, Alter. Solche Gegner brauche ich mal. Solche brauche ich mal öfter, Digga. Die nicht mal wissen, links, rechts. Aber gegen mich spielen eh immer alle. Ihr müsst euch das vorstellen, Leute. Ich habe es schon oft erklärt, aber gegen mich geben ja alle wirklich 100%. Das ist ja so für die so eine einmalige Situation, okay. In meinem Team bin ich schon mal der Höchste, aber dieser King Kuhn, der macht richtig ernst gerade, Digga. Der sitzt gerade richtig da, Digga, und gibt 100%. Ich schwör's euch. Digga, Leute, das ist der schlimmste Sweat, den man sich überhaupt vorstellen kann, wirklich. Ich habe das Spiel 3 Monate nicht gespielt und muss hier so... Guckt euch das mal an, was ich hier geben muss in dieser Lobby, Leute. Er ist immer noch da, er ist immer noch da. Er wird sich ja auch nicht mehr wegbewegen die nächsten 2 Monate. Komm her. Oh mein Gott, ey, das ist so peinlich. Er liegt da. Der wird kommen, ich wusste es, ja. Oh mein Gott, mein Teammate hat Hater, ich liebe dich, ich liebe dich. Ich würde ihn jetzt gerade, ich würde alles für ihn tun gerade, alles würde ich für ihn tun. Na? Gegen Hater hast du wohl keine Chance, mein Freundchen. Hallöchen. Na?
Leute, ich sag ja, egal wie. Und wenn es durch einen Hater von meinem Teammate ist, ist es mir egal. Am Ende werde ich auch nach 5 Jahren noch der Beste sein in der Lobby. So. Oh mein Gott, Leute, komm. Komm, was wollt ihr machen? Hm? Das ist der Noob, vor dem ihr euch keine Angst habt. Oh mein Gott, Leute. Was sag ich? Was sag ich? Nach 3 Monaten. Die Aufnahme ist abgekackt. Egal, man hat es jetzt wenigstens noch gehört. Okay, Leute, wenn es euch gut gefallen hat, dann lasst gerne ein Like dafür da. Ich hoffe, das Kabel morgen wieder da ist, dann kann die Kamera nämlich nicht mehr überhitzen. Haut rein, bis dahin und ciao, ciao.